Herzlich willkommen zu einem Heyday-Video. Das Sneak Peek ist da, das erste. Montag kommt das Update, ich freue mich mega drauf. Und in diesem Video erkläre ich alles zu dem ersten Sneak Peek. Was ist das überhaupt? Was ist der Lucky Bonus? Wo gibt's den? Und wie funktioniert das? Okay, legen wir los. Der Lucky Bonus ist eine Neuerung nur im Tal. Und zwar kann man den freispielen, beziehungsweise es ist ein Minispiel, welches man mit den täglichen Quests freispielen kann. Nämlich sieht man jetzt bei den täglichen Quests. Oh, die Person hat ganz schön viele Diamanten, sehe ich gerade. Okay, da hat einer zu viel Geld gehabt. Ist mir gerade das aufgefallen. Okay, auf jeden Fall sieht man hier die Schweineporträts bei den täglichen Aufgaben. Und sobald man das halt erreicht hat, beziehungsweise dahin gekommen ist, schaltet man das Minispiel frei. Was ist das Minispiel? Das Minispiel besteht aus einem Kartenspiel und aus drei Runden. Man kann in jeder Runde oder allgemein so viele Karten auswählen, wie man möchte. Und man kriegt dafür Belohnung. Aber in einer gewissen Anzahl an Belohnungen kann man zur nächsten Runde weitergehen. Jedoch hat nicht jede Karte eine Belohnung unter dem Feld. Unter dem Feld können auch Bomben sein. Und wenn man eine Bombe erwischt, verliert man alle Belohnungen, die man bis jetzt bekommen hat. Auch aus den vorherigen Runden. Das heißt, ich sag mal, ich habe in Runde 1 und 2 20 Segen bekommen, was nicht möglich ist. Und dann in der dritten Runde kriege ich eine Bombe, dann sind die alle weg. Habe ich nichts mehr. Man kann jedoch mit Diamanten weitere Karten öffnen, aber die Belohnungen sind weg. Okay. Die erste Runde besteht aus 6 Karten, eine Bombe, zweite Runde 9 Karten, 2 Bomben, dritte Runde 12 Karten, 3 Bomben. Und ab einer gewissen Anzahl an Belohnungen kann man halt zur nächsten Runde weitergehen. Das heißt, man muss nicht alle Felder öffnen, man kann halt auch einfach weitergehen. Genau. Das war's zum Lucky Bonus. Dann habe ich hier noch einmal ein Bombenbild für euch. Und einmal von der dritten Runde. Mit den 12 Karten. Hier hat man natürlich nur Belohnung. Und hier sind noch drei Bomben dann versteckt. Und wie gesagt, man kann auch jederzeit aufhören. Das ist auch wichtig. Ihr seht, das ist ein Done-Button. Also wenn ihr meint, oh, jetzt habe ich genug, jetzt höre ich einfach auf, weil ich Angst habe, ich kriege eine Bombe, das ist alles weg. Deswegen dann einfach auf fertig gehen, dann erhaltet ihr die Belohnung. Ja. Hier nochmal ein Schweineporträt. Und so sieht das dann aus, wenn man den Lucky Bonus dann abschließt. Dann hat man hier halt eine Übersicht und was man gewonnen hat. Ja, ich hoffe, der Lucky Bonus wird euch gefallen. Wie gesagt, der ist nur in der Valley verfügbar, also im Tal. Morgen kommt nächster Sneak Peek. Ich hoffe, ihr seid dabei bei dem Video. Ich erkläre euch alles zur nächsten Neuerung. Schon mal Ankündigung zur nächsten Neuerung. Auch interessant, ob es gut ist. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Schreibt mal in die Kommentare eure Meinung, was ihr davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Montag kommt dann das Update und ein Übersichtsvideo von mir, was alles neu ist. Es gibt neue Deko und ich habe schon eine richtig geile Deko gesehen, ey, ohne Scheiß. Also die kommt im Eisschaft schon sehr, sehr nahe. Ich würde die am liebsten jetzt schon zeigen. Die ist echt, also die ist schon nicht schlecht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und ciao.